Servus, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir sind hier angekommen, ja, bei Blood, Frost and Death, genau. Und machen gleich, ja, weiter dann in der nächsten Monolithen-Ding. Wollte schon Echo sagen, aber es ist ja kein Echo. Also die einzelne Mission ist ein Echo und sonst sind es ja Monolithen-Gebiete. Den Namen auch nicht genau weiß. So, wir müssen links herum, wir gehen aber kurz, nein, wir müssen rechts herum, aber wir gehen kurz links herum, so herum. Und während ich mich wieder sammle, gucke ich noch ein bisschen der Action zu. Wir haben hier irgendwelche Skelett-Harvester. Wo ist jetzt hin? Ah, das ist ein Ding. Okay, ein Ziegenmensch. Ich dachte schon, wegen der Sichel oder was er getragen hat. Es gibt ja eben beim Lich, glaube ich, und beim Necromancer so, ja, momentane, also kurzweilige Minions, Harvester. Jo, dachte so einer wäre es, aber der kann man ja als Paladin eigentlich beschwören oder so. Aber ich habe es nur so ein bisschen komisch gesehen. Ganz sehr beliebt. Ja, in letzter Zeit, also ihr merkt es vielleicht, ich bin nicht gerade so momentan sehr konzentriert, weil ich sehr viel Schmerzen habe. Es kann eben sein, dass ich momentan einfach weniger Videos machen kann oder für so 7 Tage oder so. Einfach gar keine. Also einfach nicht wundern, wenn eine Pause bei mir kommt. Es ist einfach wegen Gesundheit, damit es mir wieder besser geht, damit wieder mehr Videos gemacht werden können. Ich bin heute auch sehr müde gewesen und konnte halt nicht so schnell wieder Aufnahmen produzieren. Einfach, dass ihr wisst, oder? Es geht immer weiter. Ich liebe das Spiel. Ich habe ja auch gesagt, ich würde Diablo 4 auch gerne zocken und Let's Playen und Livestreamen. Und ja, der Monitor kommt eigentlich morgen dann. Und dann kann ich wieder Livestreamen. Aber es wird wahrscheinlich noch einige Zeit gehen, wegen gesundheitlicher Probleme. Ich mag halt nicht so lange und bin so konzentriert auf etwas schnell reagieren oder gar nicht. Momentan sowieso nicht. Ich bin jetzt also eher halbherzig und wirklich schlecht am Spielen wahrscheinlich. Und ja, ich habe jetzt sehr lange wieder einen neuen Charakter hochgespielt. Einen Squirrel Beastmaster. Mit einem aktuellen Bild. Und da ich das Schwert habe, habe ich jetzt gerade beim Squirrel Beastmaster, aber man braucht 2 Schwerter dafür, die Necrotic und Cold Damage auf die Minions übertragen. Dass sie, wenn sie kalt sind, die Gegner, also Cold-Effekt haben, dann bekommen sie extra Damage und sie bekommen, glaube ich, Haste und so über die Minions. Und das macht es zu einem starken Bild, oder? So, ein bisschen strange, damit wir dort rechts die Attack Speed bekommen noch. Wie heißt der? Sentinel, genau. Stimmt. Heieiei. Kann ich schon beides umkehren. So. Das war ein großer Leash. Ja, also. Jetzt gerade beim Game geht es mir super. Ich muss mehr aufnehmen, damit es mir besser wird. Okay, mache ich. Vielleicht auch mit euch Livestreamen, wenn ihr aktiv dabei seid. Wenn ihr nicht aktiv seid, dann habe ich wieder Schmerzen. Aber sehr wegen der Dauer und alles mögliche. Also, versteht es wohl, wie das so ausgeht. Ist halt auch immer wieder ein bisschen eine Kopfsache. Diese Sachen, wie zum Beispiel einfach, dass Muskeln übermüdet sind, also Nerven übermüdet sind, dass sie Schmerzen anstoßen, die funktionieren nicht, wenn das Gehirn abgelenkt ist und so. Und jetzt bin ich scheinbar sehr abgelenkt, weil ich sehr motiviert auch bin, mit diesem Charakter weiterzumachen. Da ich ja eben mit dem, ja, und dann Squirrel Beastmaster doch ein bisschen wieder altes Zeugs machen muss. Also Kampagne nochmals durchspielen. Und ja, je mehr du die Kampagne machst, desto mehr siehst du auch, wie schlecht sie ist. Wie die Gegner eigentlich nur am Herumnerven sind, weil sie immer wieder auftauchen, vor dir, hinter dir. Es ist einfach nicht gerade so ertragbar. Sobald du jetzt wieder hier bist,
bist du natürlich mit dem Kopf völlig wieder kaputt, weil du wieder sehr viele Gegner hast, schwere Gegner hast und so. Okay, jetzt gar nicht so schwere Gegner natürlich, aber du fühlst dich einfach wieder sehr, sehr viel besser. Du kannst einen alten Charakter wieder weiterspielen. Du musst nicht einen neuen hochleveln. Du fühlst dich einfach tausendmal besser. Und das merke ich jetzt gerade. Man kann einfach die Gegner sehr schnell töten, weil man sehr viel AOE hat. Und einfach stärkere Waffen oder das Schild ist ja vor allem das Starke an diesem Bild. Das Schild macht wahrscheinlich mehr Schaden ohne Waffe als die Waffe ohne Schild. Und ja, die Waffe ist ja eigentlich nicht gut. Sie hat nur viel Bleed on Hit, oder? Mehr hat sie eigentlich auch nicht zu bieten. So, endlich ist er getroffen. Wieso ist der böse? Wenn die Ziegenmenschen doch eigentlich ja für mich sind. Okay, es ist ja ein. Ja, es ist ja ein Weg und das ist ja der falsche, der linke und wir haben den rechten Weg. Also sind sie gegen uns, aber trotzdem. Also ist das so schlecht gehittet worden? Ich bin doch herumgelaufen, ich hätte ihn hitten sollen. Müssen. Ja, das ist auch, wenn man auch ein bisschen zufällig die Helme hat, herumschwingen, kann nicht mehr so gut ausrichten. Ich weiß nicht, ob ich so ein Schild mit Physical Resistance auch mal bräuchte. Hat halt auch viel Block, ich nehme es mal mit. Einfach, dass wir das haben. Und jo. Also ich freue mich riesig, wenn ich dann wieder ein bisschen gesunder bin. Und ihr habt halt ein bisschen warten müssen. Dankeschön übrigens für die vielen Aufrufe und Abonnenten. Ich habe ja auch ziemlich viel verloren, als ich nicht so viel gemacht habe. Und das freut mich riesig. Also ich habe das wieder fast auf. Jetzt sind es noch 3 Abonnenten. Dann habe ich meinen Rekord wieder aufgeholt. Aber einfach, dass ihr wisst, ich mache das natürlich nicht gern Pause, weil man auf YouTube extrem viele Abonnenten einfach verliert, wenn man inaktiv ist. Man merkt es einfach, man muss ständig aktiv sein und viele hören auf. Ich fand es zum Beispiel sehr schade, dass LP McKeff aufgehört hat. Er hat eigentlich immer ziemlich gute Videos gemacht, zwar nicht so in meinem Genre, also in meinem Ding, hat er irgendwelche ja, schweren Sachen gemacht, um sich natürlich wieder ein bisschen besser zu fühlen und die Zuschauer zu überzeugen. Das funktioniert ja bei mir nicht. Ich schaue nicht Leute, wie sie gut spielen, ich schaue Leute, wie sie interessant sind und Spaß machen. Und das hat er halt nicht so gekonnt. Ich fand es einfach mega traurig, weil ich mal Moderator bei ihm war und ihn eigentlich recht gern hatte damals, als er noch besser war. Und hat aber gesagt, dass er aufhört für immer auf YouTube. Ich weiß nicht, ob er irgendwas anderes jetzt macht. Interessiere mich auch nicht dafür. Aber ja, er ist scheinbar reich gewesen, konnte seinen Luxus halt nutzen und hat halt einen Luxus irgendwie negativ gemacht, oder? Also, dass er eigentlich zu einem kleinen Arschloch wurde. Gut ausgedrückt. Also ja, richtig aus. Ja, nicht richtig ausgedrückt, aber hart ausgedrückt sozusagen. Wurde halt so ein bisschen zu einem, ja, ich mache das Video und die Leute, denen gefällt es trotzdem. Weil ich auch so Reach bin und so weiter, ja, allgemein. Und deshalb, ja, fand ich halt dann irgendwann mal nicht mehr so gut. Ja. So, aus Weg, ah, wieso gehst du nicht? Ich habe extra beide Tasten gedrückt. So, komm jetzt nicht töten irgendwie. Der wird so schnell. Der wird einfach so schnell. Wieso habe ich jetzt keinen Mana bekommen? So jetzt. Okay. Echt nervig gewesen, aber er hat gut gedroppt. Nur immer den gleichen Kram. Immerhin das hier ist das Potenzial. Sehr gut. So, vielleicht habt ihr es gehört, es hat wieder einer geklopft. Und ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich niemanden geklopft, also dass niemanden klopft und trotzdem ich brauche Äxte wegen einem Boni, der mir mehr Blutschaden macht mit Äxten auf Items, den ich nicht habe. Ja, ich habe ihn noch nicht drauf, aber den der bekomme ich, muss Äxte nehmen. Ja, es hat immer jemand geklopft und trotzdem, ich habe gesagt allen, wirklich allen von der Wege, dass ich niemanden will, weil sonst einfach die Nerven wieder sehr angestrengt werden.
Durch diese Sachen, die sie immer reden. Jo. Also wir gehen links. Wir brauchen keinen Zauberstab. Aber sie machen es immer. Sie sind so ignorant. Genauso wie manche Leute in den Livestreams. Deshalb mache ich auch den Job-Moderator nicht mehr. Ich habe echt viele Leute geholfen, Livestreamer mit Moderator-Job. Es war wirklich eigentlich ziemlich toll, aber es hat einfach genervt, weil die Menschen einfach nichts lernen. Was ist mit der Menschheit los, wenn sie nichts mehr ausdrücklich machen? Sie ignorieren jede Regel. Sie lernen nichts mehr, sie befolgen nichts mehr sozusagen. Das ist schlimm geworden, einfach nur schlimm. Und ja, es ist halt auch immer so diese Lust, diese Kauflust und alles mögliche, die Menschen extremst arrogant und dumm wirken lassen. Oder die Politik, oder manche sagen, die Grünen haben kein Gehirn, aber sind wahrscheinlich selber echt scheiße. Die anderen sagen, man muss noch mehr für die Natur machen. Und das kann ich einfach nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr hören, wie die Leute immer wieder reden. Oh, das muss wieder gemacht werden. Das. Es muss einfach freiwilliger gemacht werden. Es sollte nicht immer wieder gesagt worden werden. Oh, das muss gemacht werden. Das. Zum Beispiel reden sie momentan immer über diese Waldbrände in Rhodos und Umgebung. Und wo war es überall noch? Sizilien war wohl Waldbrand. Spanien, glaube ich, irgendwo. Ah ja, Kanarische Inseln. Und ich kann es nicht mehr hören. Ich weiß doch, dass es Waldbrände gibt. Ich muss es nicht hören. Und das ist einfach das Schlimme, oder? Die Menschen hören nicht auf, das zu reden, was ihnen durch die Köpfe geht. Und das wirkt halt dumm auf mich als dieses Ding. Hochbegabter Mensch. Der ist gut. Aber soll ich so viel Schaden verzichten wegen ein bisschen Attack Speed? Glaub nicht. Aber ich muss ihn mitnehmen, vielleicht fürs Craften dann. Ich brauche nicht so viel Attack Speed mit den Helmen, die sind gut da. Ja, vielleicht schon später, aber ich möchte nicht auf so viel verzichten. Ich brauche unbedingt Amulette. Gib mir Amulette. Dann auf weiteres eben diese Kosten für irgendwelche Monitore oder für Spiele. Wie viel einfach Diablo 4 kostet, 69 in der Standardversion. Das ist mir viel zu teuer. Ich bin nicht einer, der alles ausgeben kann und will. Oder der Monitor, fast 400 Euro für einen Monitor mit HDR. Das ist, HDR ist wahrscheinlich schon 15 Jahre alt und der Preis ging noch nie runter. Ich glaube, das ist nicht mal gut, HDR. Das nützt mir nichts. Also ich sehe halt den Unterschied nicht so riesig wie andere Menschen, weil meine Augen einfach zu gut sind, oder? Für schlechte Augen habe ich schon das Gefühl, sie sind weniger empfindlich auf Lichter und haben deshalb einfach besseres Bild. Aber bei mir ist einfach alles überbeleuchtet, also extremst überbeleuchtet. Ich werde es wahrscheinlich nicht anstellen, oder ich werde es anstellen, aber für mich am Bildschirm einfach die Farbtiefe und so runterstellen, was für mich nicht so schlimm ist, aber für euch dann einfach ziemlich gut aussieht, wenn ihr das mögt, so, aber ich mag es einfach nicht. Das ist für mich völlig übertrieben. Aber das Problem ist, es gibt keinen besseren Monitor ohne HDR. Ich brauche einen guten Monitor, und wenn er HDR hat, habe ich ein Problem. Und er hat er. Also, ja. Also ich brauche wirklich einen High-End-guten Monitor. Ich wollte ihn nehmen. Also hatte ich das Problem, es hat HDR. Ich werde wahrscheinlich gar nicht so leiden, weil ich gar nicht mal mehr so extremst lichtempfindlich bin. Eher Hör- und Geschmackssinn empfindlich. Ja, das ist halt eben der Salat, den man hier dazu hat. Obwohl man ihn nicht will. Aber ich denke, es geht mir dann auch wieder viel besser, weil ich wieder etwas Schöneres habe. Und einfach auch wieder ein bisschen mehr auf mich stolz sein kann, weil ich ja nicht viel Geld hatte, um irgendwas zu bezahlen. Ich konnte mir nicht jedes Spiel runterladen, oder? Ich bin einfach nicht mehr verwöhnt und
Das verwöhnt mich wieder ein bisschen, aber es tut mich nicht überwöhnen oder wie man eben sagt. Es geht mir einfach wieder besser. Lieber haben wir Damage over Time, aber nie auf einem Item, das ich gebrauchen kann. So eine Frechheit. Aber ich bin froh, dass ich in Fall of the Empire wieder bin, weil es hier auch bestimmt ein Item gibt, das ich irgendwie für ein Bild machen kann. Und ich habe gemerkt, ich habe alle vier jetzt ein super Bild bei allen vier ja, Charakterklassen. Das heißt also, ich kann alle Items irgendwie erfahren. Und das ist das Gute. Also vor allem Primalist habe ich sogar zwei Builds. Der One Torn-Toten Build und eben diesen Squirrel Beastmaster mit Kälte. Und das freut mich echt riesig. Das ist einfach so. Jetzt genau startet das Spiel für mich eben extremst gut. Wie ich ins Endgame komme. Auch mit wenig Einsätzen und wenig Spielstunden. Und ich merke auch, wie besser ich geworden bin. Ich war ja anfangs wegen meinen Nervenproblemen und so recht. Ja, wie sagt man denn? Ich weiß, wusste einfach nicht, was ich mache. Weil ich immer wieder gedacht habe, oh nein, dieses Grinden tut mir zu viel Schmerzen bereiten. Ich kann das nicht. Oh, das ist auch wieder ein ziemlich neues Item. Beziehungsweise eines, das ich immer hatte, aber nie nutzte. Da habe ich mit einem neuen Skin. Wir können ja mal gerne mal... Ah, da haben wir den Fang, den brauche ich. Diese eine Fang mit Gelb. Das ist die bessere Version, die brauche ich dann später. Schön, dass der mir gedroppt ist, wenn ich meinen Charakter auf Level 30 habe. Und der ist auf Level 58, also es dauert noch ein bisschen. Aber ich habe das Item schon. Ich dachte schon, das muss ich noch irgendwie ergrinden. So, haben wir noch zwei Level hier gemacht in diesem Ding. 17 Minuten, wir haben noch genügend Zeit für mehrere weitere. Genau, hier ist Ring. Nein, Bild. Okay. Sieht aus wie ein Ring, aber es ist ein Bild. Das ist ein größerer Kreisel. So, also es läuft mit diesem Bild wunderbar. Macht viel Damage, ist tanky. Das ist ziemlich gut, um euch wirklich tolles Gameplay zu zeigen. Und ja, ich sehe das, ich mache auch ein bisschen schnell, dass es wieder ein bisschen schwieriger wird. Also nicht natürlich irgendwie überfordert seid mit der Leichtigkeit, wo ich hier durchrenne. Es wird halt zu Langeweile, das kann ich verstehen. Aber ich kann ja auch nicht den Charakter so machen, dass es für euch schwer genug ist. Dann sterbe ich halt irgendwie. Ich weiß auch nicht was. Oder man kann in Action-Rollenspielen halt nicht den Charakter so equippen, dass es trotzdem noch Spaß machen könnte, weil es schwieriger wird. Weil man dann entweder Resistenzen... Die Entwickler machen das immer falsch, oder? Sie machen, dass man so viele Resistenzen wie möglich aufbauen muss. Und wenn man dann ein, zwei Items, die zu stark sind, also die den Schaden erhöhen, wegmacht, dann macht man erstens auch nicht mehr so viel Schaden. Zweitens, die Gegner können viel mehr attackieren und Schaden machen. Und dann hast du noch zu wenig Resistenzen. Es geht nicht. Ich habe jetzt schon immer noch wenig Resistenzen. Also 20 Poison Resistenzen ist noch zu wenig. Und das führt halt einfach dazu, dass ich halt dann manchmal ein bisschen zu stark bin. Da müsst ihr einfach ein bisschen auf die Zähne beißen. Das nehme ich mal mit wegen Poison Resistance. Das ist wahrscheinlich nicht gut genug. Und... Oh! Kenne ich noch nicht. Okay. Also, dann muss ich mal weg. Ich mache einen kürzeren Part. Und im nächsten Part, jo, tue ich dann, ja, vielleicht einen längeren Part mal. Bis dann. Okay. Tschüss.